Joho! Hallo! Wir hatten einen langen Tag, wir sind am Ende und wir haben jetzt die Reste des Stockbrotes gekriegt. Gab es übrigens heute auch hier im Jugendzentrum im B6. Aber. Genau, das lief, war nicht das einzige Ferienpassprogramm, was heute im Jugendzentrum B6 lief. Wir hatten auch eine YouTube-Ferienpassaktion. Es gibt ja sonst immer schon außerhalb der Ferien von 17 bis 19 Uhr YouTube und wir haben es jetzt auch mal in den Ferien gemacht. Wir hatten 7 coole YouTube-Kids da und die haben 2 richtig coole Projekte umgesetzt. Einen Kampffilm und ein super cooles Märchen. Und beide Filme könnt ihr jetzt angucken. Die Party des Königs. Es war einmal vor langer Zeit ein König namens Günther. Er feierte seinen Geburtstag. Und eingeladen waren der Geist Hugo, der Ninja Kai, die Ballerina Anna, ein Ritter, der Papagei Fridolin und Sängerin Laura. Plötzlich kam ein wilder Drache und verwüstete den ganzen Raum. Der Ninja sprang auf den Rücken des Drachen und ritt mit ihm davon. Alle waren glücklich, dass der Drache weg war. Das war ein Film von Theo, Julius, Mariella und Josh. Und wenn ihr sonst noch nichts zu tun habt in den Ferien, kommt doch einfach mal im Jugendzentrum bis 6 vorbei, zum Beispiel zum Grill und Chill. Das dicke, volle Sommerferienprogramm gibt es übrigens immer noch zu sehen. Der ein oder andere Platz ist noch da auf ferienpass.gosser.de. Wir packen das nochmal in die Beschreibung rein. Ansonsten vielen Dank für die Kiddies, mit denen wir heute arbeiten durften, für diese coolen Filme. Wir freuen uns auf nächste Woche, da gibt es ja nämlich nochmal YouTube in den Ferien. Und bleibt gespannt, was da für Projekte rauskommen. Die zeigen wir euch natürlich auch. Ja. Und an der Stelle nicht vergessen, abschalten.